Ja, herzlich willkommen zu diesem Webinar zum Thema Beziehungsarbeit an der Grundschule, auch digital. Wie kann das gelingen? Das Webinar ist Teil der Online-Themenwoche Digitale Schule. Auf den Kulturwandel kommt es an, die von der Deutschen Schulakademie in Kooperation mit der Agentur Jöran und Konsorten veranstaltet wird. Ich möchte Sie als Teilnehmende an den Bildschirmen zu Hause begrüßen und Ihnen die Akteure, die Inhalte und den Ablauf des Webinars kurz vorstellen. Mein Name ist Johannes Terwitte. Ich darf heute moderieren und durch das Webinar führen. Ansonsten bin ich Mitgründer und Mitarbeiter an der kleinen Dorfschule Lassana Winkel, einer demokratischen Schule hier oben in Vorpommern an der Ostseeküste. Ebenfalls mit in der Moderation ist heute Lena Häusler von der Deutschen Schulakademie. Sie wird den Chat und ihre Fragen an die Impulsgebenden im Blick behalten. Lena, sag doch mal Hallo und wink, damit wir sehen können, ob du da bist. Hallo in die Runde, Lena Hallo Häusler. Lena. Im Webinar wird es heute um Beziehungsarbeit in der Grundschule gehen und ob und wie das auch digital gelebt werden kann. Ich denke, das ist gar keine Frage, dass bewusste Beziehungsgestaltung einen sehr großen Stellenwert in einer neuen Lernkultur einnimmt. Und ich würde sogar sagen, dass Beziehungsarbeit das Element von neuer Lernkultur ist, das insbesondere bei Grundschulen am anschlussfähigsten ist, auch in Schulen, die sich gar nicht explizit jetzt auf neue Lernkultur beziehen. Und umso wichtiger ist es, dass Distanzlernen und Schulschließungen gerade in der Grundschule so herausfordernd sind, weil die das Element Beziehungsarbeit so direkt gefährden können, aber nicht müssen. Und wie zwei verschiedene Schulen damit umgegangen sind, und ob digitale Elemente auch über Schulschließungen hinaus für Beziehungsarbeit in der Grundschule relevant sind, darum wird es heute gehen. Und wie wir uns damit auseinandersetzen, zeige ich Ihnen einmal an diesem Ablauf. Und zwar fangen wir nach einer kurzen Übersicht jetzt an gleich mit einem Check-in an und hören dann Impulse von Nicole Dirks und Jan Dombrowski und Beate Rupp-Uhlig von der Reformschule Winterhude. Bevor wir in Kleingruppen gehen und hinten raus uns viel Zeit nehmen wollen für Fragen an die Vortragenden. Und spätestens um 16:45 werden wir mit dem offiziellen Teil des Webinars aufhören. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, weiter mit den Referentinnen und miteinander noch ein bisschen vorne am Podium zu stehen und ein bisschen weiter zu sprechen. Und ich möchte jetzt also einmal Frau Dirks als Impulsgebende aus Hamm ganz herzlich begrüßen. Nicole, Hallo. will ich gerade sehen. Ja, Ja, hi. das können wir. Schön, dass du da bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Schön. Und ebenfalls Jan Dombrowski. Jan, bist du da aus Hamburg? Und Beate Rupp-Uhlig, ebenfalls aus Hamburg. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Freue mich jetzt auf die Stunde mit euch. Bevor es losgeht, noch zwei technische Punkte für alle zum Wissen. Zum einen, das Webinar wird aufgezeichnet und online gestellt. In der Aufzeichnung zu sehen und zu hören sind allerdings nur diejenigen hier in der Moderation und die Impulsgebenden, also alle, die hier im Spotlight sind. Und die Interaktionen in den Gruppenräumen und wer jetzt noch alles sein Video angeschaltet hat, die werden nicht mit aufgezeichnet und dann online gestellt. Zum anderen werden wir für die Kommunikation mit Ihnen auch die Chat-Funktion von Zoom nutzen. Und wenn Sie Anmerkungen, Kommentare an die Moderation oder in die große Runde haben, können Sie gern den Chat nutzen. Schauen Sie doch mal, ob Sie jetzt das Chat-Symbol hier unten in Ihrem Bildschirm am unteren Ende des Zoom-Fensters finden. Und probieren Sie doch schon einmal den Chat aus, ob Sie da sehen können, ob was schon Leute geschrieben haben. Genau. Wir werden im Verlauf des Webinars einige kleinere Umfragen durchführen und die Links dazu auch jeweils im Chat posten. Die Möglichkeit, Fragen an die Impulsgebenden zu stellen,
Das machen wir heute nicht per Chat, sondern mit einem extra Werkzeug, das ich Ihnen später noch vorstellen werde. So, das war's zum Technischen und wir fangen mit dem Inhalt an. Beziehungslernen in der Grundschule. Und ich möchte Sie bitten, jetzt einmal für sich zu überlegen, sich Zeit zu nehmen, eine halbe Minute und alleine zu überlegen, welches Beispiel von gelingender Beziehungsarbeit, vielleicht sogar gelingender digitaler Beziehungsarbeit, aus dem letzten halben Jahr Ihnen jetzt gerade als erstes in den Sinn kommt. Jetzt gerade. Welches Beispiel fällt Ihnen dazu ein? Das kann was mit digitaler Technik zu tun haben, aber das muss es nicht. Was genau war da los? Wie hat sich das angefühlt? Und warum, würden Sie sagen, war das ein Beispiel von gelingender Beziehungsarbeit? Schauen Sie mal, was Ihnen jetzt gerade als erstes einfällt, als Beispiel. Und wir werden jetzt, beziehungsweise gleich, werden wir Sie in kleine Gruppenräume, sogenannte Breakout-Räume, einteilen. Und dort haben Sie die Aufgabe, den beiden anderen Personen, die Sie treffen, von Ihrem Beispiel zu erzählen. Welches Beispiel ist Ihnen als erstes in den Kopf gekommen? Dazu haben Sie zu dritt insgesamt 4 Minuten Zeit, also nach dem Ankommen etwa 1 Minute pro Person. Und schauen Sie am Anfang gern, ob Audio und Video bei allen funktionieren, bei allen dreien im Raum. Wenn es nach einer kurzen Weile nicht funktioniert, dann legen Sie einfach zu zweit los. Das ist auch okay, wenn nicht bei allen die Technik klappt. Und sollte in Ihrem Gruppenraum überhaupt niemand anders in Wort und Bild auftauchen, dann arbeiten Sie einfach alleine an der Frage oder machen Sie eine kurze Kaffeepause. Nochmal zur Erinnerung, die Breakout-Räume werden nicht mit aufgezeichnet. Sprechen Sie also einfach frei von der Leber weg. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei einem kurzen Check-in zu der Frage, welches Beispiel in den Sinn kommt, wenn Sie an gelingende Beziehungsarbeit in der Schule aus dem vergangenen halben Jahr denken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zurück hier im Hauptraum. Es war... Jetzt haben Sie einander schon etwas kennengelernt und sind dem Thema von heute, Beziehungsarbeit in der Grundschule auch digital, schon etwas näher gekommen. Aber um Sie als Teilnehmende noch etwas besser kennenzulernen und das Webinar insgesamt besser auf Ihre Interessen abstimmen zu können, haben wir noch eine kleine Einstiegsumfrage vorbereitet. Dazu öffnen Sie doch bitte nochmal den Chat. Ich habe gesehen, da wurde schon viel genutzt. Und dort wird Lena jetzt einen Link posten. Klicken Sie bitte auf diesen Link und füllen Sie die Umfrage aus, jetzt ist der Link zu sehen, das ist eine Mentimeter-Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link und folgen den Anweisungen am Bildschirm und dann haben wir gleich hier in Echtzeit Ihre Ergebnisse, die wir sehen können. Sie können diese Umfrage auch direkt ansteuern, indem Sie auf menti.com gehen und dann vielleicht mit einem anderen Endgerät den Code 7054963 eingeben. Aber ich warte jetzt noch 20 Sekunden, bis wir die ersten Resultate sehen. Und Sie können derweil den Rest der Umfrage nach ausfüllen. So, die Spannung steigt. Noch habe ich die Resultate nicht gezeigt. Aber jetzt können wir uns mal angucken, wer heute hier ist. Von den 54 Teilnehmenden, jetzt sind 11 Leute aus der Schulleitung, 25 Lehrerinnen und Lehrer und 17 sonstige, ein Elternteil.
So, wir haben ein sehr großes Spektrum an Erfahrungen im Bereich Digitalisierung und neue Lernkultur. Dieser Punkt ist der Durchschnittswert und die einzelnen Punkte hier zeigt an, das sind ihre einzelnen Antworten. Also wir haben Menschen, die in Digitalisierung sich sehr gut auskennen und viel Erfahrung haben und ebenfalls eine neue Lernkultur, aber genauso auf der anderen Seite auch Menschen, die von beiden wenig. Und so haben wir heute sehr eine vielfältige Teilnehmerschaft. Und ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wie viele Leute den Thesen zustimmen. Wir sehen hier, für gelingende Lernkultur in der Grundschule gilt Beziehung vor Erziehung, vor Unterricht. Und das ist durch die Bank weg von allen 46, die teilgenommen haben, eine große Zustimmung zu dieser These. Ist auch gut für uns als heute Gestaltende des Webinars zu wissen, dass wir bestimmte Grundsachen nicht neu erklären müssen und vielleicht, was diese These angeht, schon hier eine Übereinkunft besteht. Zweite Frage war, digitale Beziehungsarbeit in der Grundschule ist nur bei Schulschließung relevant, sonst nicht. Und da gibt es wenige Menschen, die dem zustimmen, aber immerhin einige, die dem total zustimmen und sehr viele Leute sagen, oh nein, das ist auch sonst relevant. Und mit diesem Hintergrund, ich danke Ihnen für das Teilnehmen an der Umfrage, mit diesem Hintergrund gehen wir jetzt mal im Webinar weiter und zwar kommen wir jetzt nach dem Check-in und der Umfrage zum ersten Impuls und zwar werde ich das gleich mit Nicole führen von der Gebrüder Grimm Schule zur Beziehungsarbeit an ihrer Schule vor und während Corona. Und dazu gibt es noch eine Sache zu sagen. Falls Sie Fragen haben an Nicole Dirks, die sich aus Ihrem Vortrag oder aus unserem Gespräch ergeben, dann können Sie die stellen und wiederum auf einem Mentimeter-Link. Das ist so ein Link, wo Sie Fragen stellen können, zum einen Ihre eigenen, aber Sie können auch den Link Fragen von anderen Menschen hochvoten. Wenn Sie sagen, genau meine Frage, drücken Sie auf einen Like-Button und dann wird diese Frage insgesamt nach oben steigen. Das sorgt dafür, dass wir die Fragen beantworten können, die für die Teilnehmenden insgesamt am relevantesten sind. Also die Fragen, von denen Sie möchten, dass die Impulsgebenden heute da auf jeden Fall Stellung beziehen, klicken Sie jetzt oder später auf diesen Link zu dem Mentimeter. Tool, diesen zweiten Link und können da die Fragen einfach loswerden. Und zwischendurch gucken wir immer mal drauf, ob da jetzt schon Fragen sind. So, Nicole, wir fangen an. Wir reisen nach Hamm an eine Grundschule. Wir sind jetzt wahrscheinlich gerade in aller Munde. Ja, genau. Ihr seid in aller Munde und ich wollte dich bitten, ich freue mich, dass du da bist und uns was erzählen magst. Du bist stellvertretende Schulleiterin an der Schule, kennst die Schule und kannst uns was zum Thema Beziehungslernen erzählen. Aber bevor wir über Beziehungsarbeit sprechen, wie ihr das macht, erzähl uns doch mal ein paar Takte dazu, wie wir uns die Gebrüder Grimm Schule insgesamt vorstellen können. Was ist das eine Schule? Wie ist der Umfeld? Wie ist das Umfeld? Wie können wir es uns vorstellen? Sehr gerne. Also wir sind eine kleine zweizügige Grundschule in Nordrhein-Westfalen, in einer ehemaligen Bergbaustadt und sind in einem Stadtteil, wo es eher durch Bergbau geprägt ist und wo man sagen könnte, es sind viele bildungsferne Kinder da, aber das ist gar kein Problem in dem Sinne. Wir haben eine sehr gemischte Schülerschaft. Insgesamt haben wir gerade 225 Schülerinnen und Schüler. Wer jetzt weiß, dass wir zweizügig sind, dem wird auffallen, dass wir recht große Klassen haben. Das ist eine Zitrone, aber auch Limonade zugleich. Da kann ich vielleicht später noch mal was zu sagen. Wir sind ungefähr 40 Erwachsene an der Schule. Man denkt jetzt, boah, das sind wahnsinnig viele. Wir sind auch viele, aber um sich das genauer vorstellen zu können, wir sind ungefähr 17 Lehrerinnen und Lehrer. Und alle anderen sind wirklich auch ein großer Teil unseres Teams von Schulassistenten, Schulsozialarbeit, dem Hausmeister, unserer sehr geliebten Putzfrau und allen anderen, die noch mitwirken, sieht man, dass wir ein ganz multiprofessionelles Team sind.
Bei uns ist nicht nur im Motto das enthalten, sondern uns ist das Lachen ganz, ganz wichtig. Und deswegen passen wir halt zu diesem Seminar ganz gut, weil die Beziehungsarbeit echt für uns eins der wichtigsten Dinge sind. Wir haben uns nämlich innerhalb der letzten 12 Jahre, wenn man so will, von einer Problemschule, die auch in aller Munde war, weil es so ein bisschen als unstrukturierte Resteschule verschrien war, jetzt zur Schulpreisschule entwickelt, wo wir uns natürlich total darüber freuen, aber glauben, dass eigentlich das Erfolgsrezept die Beziehungsarbeit ist. Also eine Frage der Haltung, dass wir sagen, es geht darum, die Beziehungen zu allen zu pflegen, zu den Kollegen untereinander, den Kindern, den Eltern und allen, die dazugehören. Und das nicht auf irgendwie Autorität begründen, sondern auf Beziehungen, auf Wertschätzung. Und das ist so das, was uns vor allen Dingen auszeichnet und weshalb das Lachen bei uns so erstmal das erste Schlagwort von den dreien ist, aber das Leisten und das Lesen halt auch bei uns drin vorkommt. Sag doch mal die Schlagwörter oder das Schulmotto ist Lachen, Leisten und Leisten Lesen. und Lesen, genau. Und Okay. das Lachen steht extra am Anfang, weil wir Ja. glauben, dass man nur mit einem befreiten Herz auch gut lernen kann, was nicht heißt, dass wir eine Sparschule sind, aber wir glauben, dass man nur dann lernen kann, wenn man begeistert ist. Und dass man dann viel erfolgreicher ist. Das betrifft Große und Kleine. Und das ist so unser Motto. Wobei wir jetzt auch neuerdings unser Schulspruch ist immer aus Zitronenlimonade machen, weil viele bei uns haben Zitronen entgegengekullert und Corona bringt uns gerade ganz, ganz viele Zitronen. Und wir versuchen daraus das Beste zu machen, was nicht immer leicht ist, aber wir bleiben dran. Okay. Nicole, die Beziehungsarbeit ist bei euch Kernbestandteil des Konzepts, kann man so sagen. Nun, im Konzept steht das eine. Jetzt möchte ich von dir wissen, und das übersetzt dich wahrscheinlich zum einen in Haltung. Ja, vor allen Aber Dingen. wie äußert sich das konkret? Also was heißt es bei euch, dass ihr so in Beziehungsarbeit tretet? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also wie du schon sagst, die Haltung ist halt die Grundlage, aber man kann das ganz konkret an den drei Ebenen immer festmachen. Man könnte sagen, es betrifft die Kinder, die Eltern und das Kollegium. Und um ein bisschen euch von den Kindern zu erzählen, könnte ich ein paar Bilder zeigen, wenn du magst. Oh Dann ja, mach mal. würde ich die einmal einblenden. Okay. Genau, Moment. Genau. Hier sieht man halt drei wichtige Elemente von unserer Schule oder eigentlich zwei. Man sieht hier ein Mädchen, das in den Spiegel schaut und das passt so zu unserer Schule, weil wir dort Wertschätzung ganz, ganz, ganz vielen kleinen Stellen leben. Sei es, dass man durch die Schule gehen kann und dort in den Spiegel schaut und dort drunter steht, du bist wertvoll, schön, dass du da bist. Oder dass man wie rechts die Kinder Lobkärtchen verteilen. Dabei ist es uns immer ganz, ganz wichtig, dass es ernst gemeinte Komplimente sind. Also, dass wir uns gegenseitig loben, jetzt nicht irgendwie für was, was wir uns ausdenken, was gar nicht stimmt, sondern dass wir das wirklich ernst meinen und man erlebt, wie Kinder sich gegenseitig diese Lobkärtchen geben, aber auch, wie man als Erwachsener eine Lobkarte bekommt oder wir uns gegenseitig auch diese Lobkärtchen geben. Und dort unten ist so ein Aufsteller zu sehen, der dann phasenweise im Gebäude aussteht und die Kinder sich dann diese Kärtchen nehmen können oder eigene Karten schreiben können und dann die Karten verteilen. Und ihr müsst euch oder Sie müssen sich vorstellen, dass wir im letzten Schuljahr eine ganz, ganz tolle Situation hatten, die dieses Miteinander der Kinder toll beschreibt. Da haben Kinder sich gegenseitig Lobkärtchen geschrieben und die auf den Platz gelegt. Und dann kamen wir in die Klasse und dann lagen bei jedem ganz persönliche Kommentare, was das Kind gut macht. Und da zeigt sich, dass man Lob trainieren kann und dass Kinder da unfassbar aufblühen. Denn das höchste Ziel von jedem Kind ist es ja, dass man einen Bereich findet, worin man gut ist. Und wenn andere das dann sehen, dann sind alle ganz begeistert und ganz, ganz motiviert. Und das zieht sich auch so weiter durch, dass wir sagen, wir sind eine fröhliche Schule. Wir beginnen, wenn jetzt mal nicht Corona ist, Corona stockt das jetzt natürlich gerade mit der großen Masse, die man dort unten sieht. Dann starten wir mit dem Morgentanz. Kinder sagen, man fühlt sich frei, wenn man morgens tanzt. Und wenn man sich trifft, man kann das machen, man muss es nicht. Wir sind auch der Meinung, dass jeder Fehler hat, auch wir Erwachsenen, wir gehen da ganz offen mit um und dass man sie auch wieder gut machen kann. Das sieht man dort oben auf dem Bild, wo der Junge mit drei anderen Kindern eine Pausenbesprechung durchführt. Natürlich gibt es Streit bei uns. Wir haben sehr gefühlsbetonte Kinder, die auch deutlich sagen, wie so im Ruhrgebiet üblich, was sie davon halten. Und dann kommt es auch mal zu Streit und dann ist es nur wichtig, dass es geklärt wird. Die Kinder übernehmen Verantwortung für unsere Schultiere.
und stellen ihre Ergebnisse im Treffpunkt vor. Das ist so diese Kinderebene. Wichtig ist uns natürlich auch, dass die Eltern eine Beziehungspartnerschaft oder Erziehungspartnerschaft mit uns haben oder Bildungspartnerschaft, wie man es nennen möchte. Und dafür ist uns ganz wichtig, dass sie ins Haus kommen, dass sie mit uns sprechen und dass sie nicht vor der Tür stehen und tuscheln oder sich beraten, sondern dass sie sich trauen, reinzukommen. Wir haben da vielfältige Aktionen von Elternworkshops über Kaffeegrimmen, Obstschnippel, Muttis oder Vatis, die Obst bringen, bis hin zu einer Walking-Gruppe, die dann gemeinsam walken geht und dann nebenbei über Probleme oder über Dinge reden, die die Schule betreffen. Und da ist es uns wirklich ein großes Anliegen, dass alle ins Haus kommen. Mhm. Und im Kollegium ist es ähnlich. Wir haben relativ flache Hierarchien. Da wird sich manch einer vielleicht wundern und wird sagen, das ist komisch, das ist außergewöhnlich. Wir glauben aber oder sind der festen Überzeugung davon, dass Beziehung Autorität ersetzt, dass es um Respekt und Anerkennung geht und dass wir schauen, wer im Kollegium macht etwas besonders gut und der bekommt dann den Hut für einen bestimmten Bereich auf. Also es gibt viele Dinge, da bin ich nicht gut drin. Da macht es keinen Sinn, dass ich als Schulleitung da den Hut auf habe. Da gibt es im Kollegium Menschen, die das viel besser können. Und wichtig ist da so ein Aspekt der professionellen Freundschaft, was nicht heißt, dass sich alle immer total gut verstehen, aber man muss ansprechen können, wenn etwas nicht funktioniert. Ja, danke, Nicole. Ich habe direkt eine Frage jetzt. Hört sich das super an? Mich freut es, wenn ich merke, Menschen arbeiten so zusammen, mit Eltern wird so agiert, in der Schule ist das eine Haltung, die einfach, die gelebt wird. Jetzt hast du gesagt, das war vor 12 Jahren anders und mich würde interessieren, wie ist euch das gelungen, wenn jetzt mal auf die Schulentwicklung geschaut. Was würdest du sagen, hat da den Ausschlag gegeben? Waren das charismatische Personen, die das nach vorne gebracht haben? War das was Unmerkliches? Kannst du da einzelne Sachen sagen, die glaubst, das hat es bei euch gebracht, dass ihr diese beeindruckende, diese Wegstrecke schon hinter euch gebracht habt jetzt? Also ich glaube, es sind viele Aspekte. Einerseits, wie du sagst, die charismatische Person, sicherlich macht das viel von der Leitung aus, was sie ausstrahlt, welche Haltung sie repräsentiert und was sie dann damit die Kollegen auch den Kindern wieder vorlebt. Klar, was ganz wichtig ist, sind Strukturen, dass man gemeinsame Regeln hat, gemeinsame Absprachen hat, dass die Kinder sich bei uns in der Schule wiederfinden, weil beispielsweise die Klassenräume recht ähnlich eingerichtet sind. Es gibt überall die gleichen Klassenregeln, ein gemeinsames Sozialkonzept. Es war so, dass man erst an das Sozialkonzept tatsächlich drangegangen ist und nach und nach dann auch noch viel stärker in den Unterricht gehen konnte, weil das eine das andere bedingt. Okay. Viel haben auch diese Lobelemente dann bewirkt. Naja, verstehe. Also das ist, du würdest sagen, Sozialkonzept, dann Unterricht und dann, aber so diese Reihenfolge hat es bei euch gebracht. Das hat zum Gelingen beigetragen. Okay, jetzt für euch als beziehungsbetonte Grundschule, sage ich mal, als Ort von Beziehung, du hast im Vorgespräch gesagt, dass letztlich versucht ihr halt immer Abstand zu überwinden und schwupps, kommt Corona und kommen Schulschließungen. Ja. Und mich würde interessieren, wie habt ihr das denn jetzt, wie macht ihr das seit einem halben Jahr, besonders während der Schulschließung, aber auch jetzt, wie habt ihr das probiert irgendwie weiterzuführen und welchen Stellenwert hatten bei euch dabei digitale Elemente? Also man muss ja wirklich sagen, dass, wie es bei allen war, dass es von 0 auf 100 kam und dass man sehr überrascht war. Dieser Aspekt der Digitalität war etwas, was wir immer angehen wollten, wir auch schon Teile hatten, aber noch nicht wirklich weit waren, sodass wir erstmal wirklich damit starten mussten, dass wir analog gestartet sind. Also dass wir wirklich Manpower eingesetzt haben und da sieht man, wie eng das Kollegium zusammenarbeitet, dass wir uns hingesetzt haben, alle telefoniert haben. Ich könnte jetzt hier einmal ein Bild zeigen, wo man am ersten Tag nach der Schulschließung uns im Sekretariat sieht und wir jeder Listen hatten, wir unsere Handys genommen haben und die Eltern angerufen haben und denen gesagt haben, wir wissen, es ist aufregend, aber wir werden uns regelmäßig bei euch melden. Wir rufen alle zweimal in der Woche an und wir halten Kontakt. Geben Sie uns die Nummer, das und das passiert. Und dann haben wir ganz, ganz viel mit den Eltern telefoniert und diese Beziehung, die wir hatten, hat nochmal eine ganz neue Ebene bekommen, weil man sich plötzlich nochmal auf einer ganz persönlichen Ebene kennengelernt hat. Sei es, dass man besprochen hat, wie man am besten Fenster putzt oder wo man Klopapier herbekommt oder ob man wirklich auf den Balkon gehen kann. Das war so der Start. Nachher sind wir stärker zu den Videokonferenzen gegangen und haben versucht, es dann weiter umzusetzen. Man sieht auch tatsächlich, da kann ich hier einmal zeigen, dass wir unsere wichtigsten Elemente der Schule versucht haben, digital umzusetzen. Man sieht dort rechts, wir Lobbriefe
in einer Videokonferenz verleihen. Das kann ich gleich einmal abspielen. Normalerweise werden die berühmten Lobbriefe im Treffpunkt verteilt, der jetzt aber gerade ja gar nicht erlaubt ist. Wir können nicht alle zusammen in der Aula sitzen und keine Eltern einladen. Deswegen mussten wir kreativ werden. Wir haben angefangen, das noch stärker per Post zu machen, hatten wir vorher auch schon, aber es noch stärker zu machen. Wir haben die per Padlet hochgeladen oder dann in der Videokonferenz gezeigt. Und jetzt zuletzt haben wir eine iSurf-Konferenz gemacht. Und als das nicht klappt, haben wir einfach den Schullautsprecher genommen und die Lobbriefe vorgelesen. Also wir versuchen es immer weiter, geraten dann manchmal an Grenzen, aber die Hoffnung bleibt, dass es klappt. Und ich würde gerne mal diesen Film abspielen. Ja, mach mal. Ja? Okay. Ja. Zusammengefasst, ihr seid super, macht weiter so. Ja. Zeigt, was ihr könnt. Genau. Ihr könnt alles schaffen. Ihr könnt alles schaffen. Wer kommt jetzt? Der hat auf dich gewartet, Leni. Wer kommt jetzt? Nicole, man sieht, wie ihr mit einem Haushalt telefoniert. Ist das richtig? Nee, wir haben gerade eine Videokonferenz per iSurf. Okay. Ja. Und wir sprechen dort mit dem Kind und eins ist mal wieder rausgeflogen, wie das ständig passiert und dann fragt es, was war denn gerade? Und ich versuche im Hintergrund die Musik einzuspielen und wir improvisieren, weil das quasi der letzte Schultag von den Vierern ist und wir machen es einfach. Okay, verstehe. Und was, glaube ich, auch noch ein gutes Beispiel ist und wahrscheinlich sagst du dann gleich, ich muss auf die Zeit achten, war bei der Corona-Testung. Wir haben plötzlich einen Corona-Fall gehabt. Und wurden dann abends um 7 angerufen. Dann haben wir schnell mit den Kollegen Kontakt aufgenommen. Dann hat jeder bei einer Teams-Liste Telefonnummern durchtelefoniert und innerhalb von 1,5 Stunden haben wir eine Testung von 160 Leuten organisiert gehabt. Und am nächsten Tag wurden alle getestet und das Gesundheitsamt hat nicht damit gerechnet, dass die alle so strukturiert kommen würden. Aber man sah, dass die Eltern uns vertrauen. Die haben sich gemeldet, haben gesagt, wie sieht es bei euch aus und haben ganz, ganz viel ihre Sorgen mit uns geteilt. Und das ging nur wegen der Beziehung. Ja, danke für die für den Einblick hier mit Bild und Ton in eure Arbeit während Corona und was ihr da geschafft habt oder versucht habt weiterzuführen, unter anderem auf digitale Art und Weise. Ich würde dich bitten, mal das Bildschirmteilen jetzt zu beenden. Klar. Und dann, genau, dann würde ich einmal Lena fragen, ob es jetzt schon, ob du eine Frage siehst von den Fragen, die auf Mentimeter eingegangen sind, die du glaubst, die jetzt gut passen würde, oder ob wir erstmal nach Hamburg gehen sollten und einfach aus Hamburg hören, wie dort Erfahrungen gesammelt wurden vor und während Corona mit Beziehungslernen. Lena, was ist dein Eindruck? Ja, also es trudeln erste Fragen jetzt im Mentimeter ein. Vielleicht, weil es eine direkte Rückfrage gibt, was verstehen Sie genau unter Sozialkonzept und ob es dazu Beispiele gibt? Vielleicht können wir das direkt verbinden mit einem Kommentar, auch mit einer Frage, der hier auch schon mehrfach geliked wurde, also auch weitere Teilnehmende interessiert. Gerade Kinder in sozial schwierigen Situationen wünschen und suchen viel persönlichen Kontakt. Andere kommen in meiner Wahrnehmung dadurch zu kurz. Wie geht ihr damit um an der Schule? Vielleicht soweit an der Stelle und wir sammeln weiter die Fragen im Menti und bündeln dann danach. Ja. Also ich glaube, dass unser umfassendes Sozialkonzept, da sind ganz viele Aspekte drin. Da sind natürlich auch Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten oder wenn Kinder ganz, ganz große Probleme haben. Da sind aber auch Aspekte drin, wie die verschiedenen Gremien, dass Kinder Teil vom Schülerparlament sind, vom Klassenrat, dass jeder sich eigene Ziele setzt. Und ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass jedes Kind davon profitiert, dass jeder weiß, ich kriege einen Lobbrief, ich bekomme im Laufe meiner Schulzeit einen Lobbrief, ich setze mir Ziele und die warme Dusche betrifft nicht nur die Kinder, die die Schwierigkeit haben, sondern alle Kinder haben was davon. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass da kein Neid entsteht, wenn der eine mal das andere mehr braucht als der andere. Die wissen, dass bei jedem geschaut wird, was er benötigt. Mhm. Ja, danke sehr. Danke, Nicole. Wir werden nachher sicherlich noch mal weitere Fragen auch in Richtung Hamm schicken und freuen uns dann auf deine Antworten und dass du in der Leitung bleibst. Bevor wir nach Hamburg gehen, möchte ich Sie einladen, wir haben jetzt eine halbe Stunde hier schon zusammen verbracht, möchte ich Sie einladen, 15 Sekunden mit mir Pause zu machen. Und zwar entweder 3 Kniebeugen zu machen oder 3-mal tief durchzuatmen. Und dann gehen wir nach Hamburg. 15 Sekunden ab jetzt.
Okay, wir machen weiter und gehen nach Hamburg an der Stadtteilschule Winterhude. Reformschule Winterhude arbeiten als Koordinatoren für Projektarbeit und Lerngruppenleitung für Jahrgang 1 bis 4. Beate und Jan, ihr habt sie vorhin schon im Bild kurz gesehen. Und ich würde mal euch fragen, was von dem, was Nicole berichtet hat, Jan und Beate, was von dem kommt euch von Haltung und Umsetzung bekannt vor? Sind Schulen sehr verschieden, aber vielleicht gibt's doch Ähnlichkeiten, die ihr erkannt habt. Und ich würde euch mal bitten, damit einfach loszulegen. Was habt ihr da, was fällt euch als erstes auf zu dem, was Nicole erzählt hat? Dann fange ich an, Jan. Ja. Ich habe einige Parallelen entdecken können, was mich auch nicht verwundert. Du hast, Nicole, gesagt, dass die Kinder sehr eigenständig ihre Ziele setzen. Das ist bei uns auch so. Die Kinder haben Planungsgespräche, wo sie ihre Arbeit planen. Uns ist wichtig, Begegnung und damit auch in Beziehungen zueinander treten, in Elementen wie Morgenkreis, Schlusskreis. Wir haben Kinderkonferenzen. Wir haben auch Monatsfeiern, die wir eigentlich in diesem Schuljahr mit neuem Rhythmus wochenweise als Wochenfeiern feiern wollten, wo sich alle Kinder der Primarstufe begegnen. Und wenn ich das sage, komme ich dann auch schon zu den Unterschieden, weil wir eben keine Grundschule sind, du hast es schon gesagt, sondern eine Stadtteilschule von Vorschule bis Jahrgang 13. Und auch in diesem großen System von 1200 Schülerinnen und Schülern ist uns wichtig, dass es kleine Einheiten gibt, wo die Menschen ihr Zuhause haben, einmal in ihrer Lerngruppe, die bei uns jahrgangsgemischt ist und da auch eine besondere Form der Beziehung ist. Und dann aber auch in Tandems von zwei Lerngruppen und Teams von vier Lerngruppen. Also kleine wie große Menschen arbeiten bei uns sehr stark im Team. Mhm. Jan, hat dich irgendwas überrascht, was du aus Hamm gehört hast? Und denkst du, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder das machen wir ja ganz anders? Nein, überrascht hat mich da nichts. Also das ist, wie Beate das schon sagte, das sind sehr, sehr viele Parallelen da. Es ist in Nuancen machen wir das, haben wir es anders gemacht. Ich weiß nicht, ob du jetzt gleich zu der Frage kommst, wie bei uns der Einstieg in die digitale Beziehungsarbeit gelaufen ist, aber das lief bei uns eben nicht am Anfang mit dem Telefon, ja, sondern wir haben in weiser Voraussicht hat unsere Schulleitung in den Märzferien, als das mit Corona in Deutschland losging, angefangen, MS Teams einzurichten, also ein Kommunikationssystem einzurichten für Schüler, die eventuell nicht daran teilnehmen können, weil sie zu besonderen Risikogruppen gehören. Ja. Und das hatten wir also so präventiv, hatten das einige Kolleginnen und Kollegen schon gemacht. Und das kam uns natürlich sehr zugute, als dann direkt nach den Märzferien der Lockdown kam und ja, wir dieses ausgearbeitete System nutzen konnten, um mit den Schülern sofort und Schülerinnen sofort in die Beziehung zu gehen und das weiterzuführen, was wir vorher analog gemacht haben. Verstehe. Ich habe eine Frage, die Beziehungsarbeit, wir haben aus Hamm gehört, dass die wirklichen dass die mit dem Sozialkonzept und dass das richtig stark verankert ist in der Schule, auch konzeptionell. Und ich nehme an, das ist bei euch ähnlich. Heißt das auch Sozialkonzept oder ist eigentlich die ganze Schule darum gebaut? Wie würdest du das bei euch von der Aufhängung her beschreiben und vielleicht auch von der konkreten Ausprägung vor Corona? Also wie hat sich das da schon gezeigt? Aber mich interessiert auch die konzeptionelle Aufhängung. Also wir haben diese Sachen in einem Leitbild verankert und wir haben uns auch gerade im letzten Jahr viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich so unser Bildungsziel ist. Das Ganze ist dann in einen sogenannten Nordstern gemündet, wo wir also jetzt die Bildungsziele nochmal für alle klar aufgeschrieben und klar sortiert haben. Ja. Und da spielen natürlich diese ganzen Sachen, die Nicole genannt hat, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also es geht immer um Wertschätzung, es geht immer auch um Mitbestimmung, um Selbstbestimmung, um Solidarität. Also die Sachen, die finden sich da alle wieder. Ja. Und jetzt fädel ich wieder in die Spur ein, wo du erzählt hast,
Ihr wart, als es nach den Märzferien losgehen sollte eigentlich und dann aber sozusagen aufgrund von Lockdown nur, also die Schule geschlossen war, habt ihr sehr schnell umgestellt und habt dann das, was angedacht war für sozusagen extra Beschulung für die nicht kommen könnten, habt sofort ausgerollt. Erzähl mal, wie ist das passiert und was waren eure Erfahrungen damit? War das schwierig? War das... Was hat sich gezeigt in dieser Art von Arbeit für euch? Also erstmal hat sich gezeigt, dass wir ein recht flexibles System sind, weil wir so schnell umgeschaltet haben. Wir hatten also innerhalb von einer Woche, glaube ich, also 2 Wochen. Innerhalb von 2 Wochen hatten wir 97% aller Schülerinnen in diesem Kommunikationssystem drin. Und das ist wirklich eine gigantische Zahl, wenn man bedenkt, dass das eben so viele sind und ja auch die technischen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind in unserem Umfeld. Also wir sind eine Schule, die von bis geht, also mit Schülerinnen und Schülern, die sehr gut ausgestattet sind, bildungsnah, aber eben auch welche, die bildungsfern sind und dementsprechend eben auch über eine technische Ausstattung verfügen oder eben nicht. Und das war wirklich ein großer Erfolg und das ist geglückt, weil sich alle dahinter geklemmt haben. Also wir haben sofort Fortbildungen bekommen, Online-Fortbildungen und haben dann das in den Lerngruppen umgesetzt. Okay. Da würde mich jetzt interessieren, wie sieht es denn praktisch, also wie sieht es praktisch aus? Weil zwischen einer MS Teams Fortbildung und man sitzt mit seiner Klasse tatsächlich und schafft Beziehungsarbeit in MS Teams, das kann auch ein weiter Weg sein. Ja. Wie war dein Eindruck? Oder ich glaube, ihr habt auch sozusagen. Beate kann, hat da ein bisschen was vorbereitet. Genau. Kann das gleich mal. Also es war vor allen Dingen, mach mal, Beate. Dann mache ich mal. Ja. Wir hätten uns ja eigentlich wieder gesehen, direkt nach den Ferien. Und jeder, der in Schule arbeitet, weiß, dass das Wiedersehen für die Kinder auch eine große Bedeutung hat. Da kamen wir dann auf die Idee, im Padlet zu arbeiten, mit Padlet. Wir haben das selber kennengelernt gehabt, schon in der Unterrichtsentwicklung. Wir Kolleginnen und Kollegen, aber ich habe das erste Mal ein Padlet erstellt und habe dabei einfach im Kopf gehabt, was ist jetzt wichtig? Also ist es klar, dass man das jetzt nicht vielleicht groß lesen kann, aber ihr habt einen Eindruck davon, wie sowas aussieht. Da wurde mir gleich bewusst, jetzt geht's hier ins Digitale, was heißt das eigentlich? Und zack, waren wir in der Medienerziehung und haben thematisiert, wenn ich da was schreibe, dann ist das in einer gewissen Öffentlichkeit. Ja. Dann haben wir unsere Elemente, die wir sonst in Schule haben, da auch wiedergefunden. Also den Morgenkreis, was habe ich erlebt? Was will ich mit den anderen teilen? Dann Ideen, damit beschäftige ich mich jetzt. Was ist mein Projekt? Und nochmal auch den Weg durchs Projekt als Grundlage. Das übe ich gerade. So Tipps von Kind zu Kind, jetzt gerade eben im Digitalen. Und das war eine tolle Möglichkeit. Hast du noch, hast du ein Beispiel, wie sieht so ein, ich stelle mir vor, wie ist so ein Morgenkreis? Sitzen da Leute wie wir jetzt im Webinar und gucken und sprechen alle miteinander? Oder ist das, also wie sieht es aus in Teams? Sitzen alle mit ihren Headsets morgens an ihren digitalen Endgeräten? Oder beschreib mal. Also das Padlet nochmal kurz, das war eben ganz am Anfang ganz wichtig. Und als wir dann in der Primarstufe auch überraschend schnell viele Kinder bei MS Teams hatten, haben wir uns im Morgenkreis getroffen und da habe ich jetzt ein Bild, wo man keinen Morgenkreis sieht, aber eben so eine Präsentation. Mhm. Da präsentiert ein Kind über das Thema Unterwasserwelt und ich habe jetzt natürlich alle Kinder unkenntlich gemacht und auch die Kürzel, aber man sieht eben, wie hier auch bei uns, die kleinen Bildschirme und bei MS Teams ist es eben so, dass nicht alle zu sehen sind, sondern dann eben die Kürzel. Aber jeder kann sich dazuschalten. Schnell haben die Kinder gelernt, ich mache mein Mikro an und ich mache es auch wieder aus. Und irgendwann kam dazu, dass man die Hand heben konnte und wir haben nur gestaunt, wie schnell die Kinder das für sich angenommen haben und das total altersunabhängig. Also in meiner Lerngruppe war eine
ein Vorschulmädchen, meistens die erste, die im Morgenkreis saß, im virtuellen, und die das super hingekriegt hat mit Melden und auch im Chat was schreiben. Okay. Und hast du noch andere Bilder, die du vielleicht jetzt zeigen magst? Ich habe noch Bilder von Chatverläufen, die deutlich machen, dass wir über MS Teams auch Kontakt hatten zu den Kindern. Also neben der Organisation in Schule, die super geklappt hat, über MS Teams hatten wir eben auch lerngruppenspezifisch unsere Räume. Und da gab es den Lerngruppenraum und auch den Quatschkanal. Den haben die Kinder auch sehr, sehr genossen. Okay. Und sind wir in Kontakt getreten. Also hier ist ein Beispiel, wo ich eine Kleingruppe unterstütze, die zu Corona eine aktuelle Runde vorbereitet hat. Und denen habe ich ein Padlet gestaltet und habe dann Kontakt aufgenommen. Und dann hatten sie ihre Präsentation und waren total zufrieden, wie es geklappt hat. Dann kannst du was sagen, Jan, zu den Chatverläufen aus deiner Gruppe? Ja, also das ist ja so ein typischer kurzer Chatverlauf, wo wir einfach Informationen ausgetauscht haben und das Lesen. Ja. Also immer wertschätzend. Und dann ging es ja halt oft auch nicht um Schule, ne? Also so die Kinder, die dann erzählen, hier, bin auf Pöhl, das ist diese Ostseeinsel, und reite da, heißt das eigentlich in Pöhl oder auf Pöhl? Und dann schreibe ich auf Pöhl, viel Spaß und fall nicht vom Pferd. Also all sowas, das ist dann für die Kinder eben wichtig. Es geht ja dabei nicht nur um Lernen oder um Leistung, sondern es geht ja um sie dabei. Mhm. Und dann, wenn ich dann schreibe, du Arme, musst du morgen etwa noch einmal reiten, dann sagt sie, muss ist nicht das richtige Wort. So. Also so einfach so dieses, ja, wir verstehen uns. Das ist das, was eigentlich rüberkam. Und die Kinder, die fühlen sich da gesehen und wahrgenommen, ernst genommen und gewertschätzt. Okay, was mich jetzt interessiert aus eurer Sicht, inwiefern, also jetzt fast abschließend betrachtet zu diesem Punkt Distanz überwinden mit digitalen Möglichkeiten, wie sehr habt ihr das, was ihr sonst im Klassenraum oder im jahrgangsübergreifenden Klassenverband erlebt, wie sehr fandet ihr das als Ersatz oder hat es euch überrascht, wie gut es geklappt hat, oder würdet ihr sagen, na, trotzdem blieb noch so viel offen? Wie schätzt ihr das jetzt ein, also auf diese Zeit zurückguckend? Jetzt ist es ja gerade schon wieder anders, aber wie geht es euch damit? Als auch letztlich als Methode im Kontakt zu sein mit Kindern jetzt auch über Corona hinaus? Also ich würde gerne sagen, also ich glaube, dass dieser Kontakt, den wir gehalten haben und die Beziehung, die wir aufrechterhalten haben, das war die Basis dafür, dass die Kinder überhaupt weitergemacht haben mit ihren Arbeiten. Ich habe also ganz oft gehört von Kindern, die über E-Mail, aus anderen Schulen jetzt, die über E-Mail oder über Briefpost mit Aufgaben versorgt wurden, aber am Ende keinen Sinn mehr darin gesehen haben, das noch zu machen. Und bei uns war eben ständig die Bezugsgruppe im Hintergrund und es war immer klar, wofür sie das machen, für wen. Und sie haben auch das Feedback der anderen bekommen für alles, was sie gemacht haben. Das ist jetzt noch gar nicht so richtig deutlich geworden, haben die anderen Kinder gesagt, wie sie das fanden. Also Kinderwertschätzung heißt dann oft nur, oh, das ist ja cool, habe ich auch mal gemacht, ist super. So, das ist so die Wertschätzung, die Kinder kriegen, und die ist natürlich überhaupt nicht zu unterschätzen. Also das Feedback durch die Peer Group. Und das ist total wichtig. Also das Aufrechterhalten des Rahmens, damit die Kinder weiter lernen können. Also es hört sich ein bisschen, natürlich lernen die Kinder auch, wenn sie keine Schule haben, aber so dass dieses Intendierte, das, was wir eigentlich von ihnen wollen, das passiert eben dadurch, dass wir den Rahmen aufrechterhalten. Ja. Ich wollte noch sagen, dass wir, Nicole hatte da ja auch so du hattest eure Entwicklung digital an der Schule so ein bisschen skizziert, und wir hatten eben eigentlich im Plan im Schuljahr 2021, also jetzt im Sommer, unseren Fokus auf Digitalität zu richten und ab Jahrgang 5 ganz verstärkt damit zu arbeiten und wirklich auch auf eine 1:1 Ausstattung mit iPads hinzuwirken ab Jahrgang 5, und sind im Grunde im März ins kalte Wasser gesprungen, und viele von uns wussten gar nicht, also nicht viel,
in diesen Bereich, ich eingeschlossen. Und wir waren selber Lernende und haben gemerkt, auch wieder in diesem selber Lernen, was hilft mir bei diesem Lernprozess? Und zum Beispiel diese wohlwollende Begleitung von Kolleginnen und Kollegen, die Haltung, ich darf jede Frage stellen und niemand ist genervt oder sagt, das müsstest du doch aber jetzt schon mal wissen. Und das, finde ich, war rückblickend auch sehr lehrreich, wieder auf den Prozess, den wir immer mit den Kindern haben. Also jede Frage ist eine schlaue Frage, weil sie gestellt wird und sie bringt mich weiter. Hm. Und es gibt bestimmt jemanden, der sie beantworten kann. Und manchmal wundern wir uns alle, wer sie dann beantwortet. Ja, danke Beate, danke Jan fürs Erste. Verlassen wir Hamburg. Du kannst, genau, mach doch deinen Bildschirm mal wieder, mach doch mal deinen Bildschirm aus. Was uns später gleich noch interessieren wird, ist die Frage, wie was ihr aus diesen Erfahrungen mitgenommen habt, auch in die Zeit jetzt, wo Distanzlernen immer weniger eine Rolle gerade spielt noch. Als nächstes. Johannes, dürfte ich noch eine Folie zeigen? Mir ist gerade eingefallen, weil das noch so ein Element war im letzten Schuljahr, dass wir ja irgendwann von Distanzunterricht zu dem hybriden Unterricht gekommen sind. Und das ist ja auch für die Zukunft sicher immer mal dran, womöglich, oder auch einfach eine Möglichkeit. Mhm. Ja, zeig mal, dann gehen wir danach in die Gruppenarbeit. Da sieht man das. Also da ist eben nur eine kleine Gruppe in der Schule und ein Großteil der Schülerinnen und Schüler ist zu Hause und trotzdem sind sie verbunden. In diesem Fall, Jan, war das, glaube ich, eine Projektpräsentation. Genau. Und wir haben das aber auch mit Morgen- und Schlusskreisen gemacht. Und das ist eben auch unabhängig von Corona durchaus möglich, in höheren Klassen sowieso, weil die Erfahrung auch gezeigt hat, dass Schülerinnen und Schüler teilweise sehr gerne und sehr zuverlässig und erfolgreich zu Hause für sich lernen, wenn es denn möglich ist in der Familiensituation. Ja. Und auch andere Situationen es geben kann, wo ein Schüler, eine Schülerin eben nicht da ist, aber gerne am Unterricht und am Leben teilhaben würde. Mhm. In dem Satz ist, in dem Zusammenhang ist vielleicht mal wichtig zu erwähnen, dass Lernen eben nicht nur stattfindet, wenn die Kinder ein Haus betreten, wo Schule draufsteht, und wo ein Erwachsener ihnen sagt, wie das Leben geht, sondern Kinder lernen eben in den unterschiedlichsten Situationen unterschiedlich viel und unterschiedlich gut. Und das müssen wir einfach nutzen. Okay. Ja, das interessiert mich da auch nachher nochmal zu sehr. Das ist ja sicherlich eine Sache, die durch die Erfahrung des letzten halben Jahres nochmal akzentuiert auch wurde und in vielen Köpfen nochmal deutlicher drin ist, dass Lernen auch tatsächlich überall stattfinden kann. Ich würde euch und Sie gern mitnehmen in die nächste Phase. Und zwar einmal kurz zu überlegen, was hat Sie im Webinar bisher beeindruckt oder was hat Sie auch überrascht? Von allem, was Sie gehört haben aus Hamm und aus Hamburg. Und außerdem lade ich Sie ein, einmal zu überlegen, welche Erkenntnisse Sie aus den Impulsen zum Thema gelingende Beziehungsarbeit mitnehmen oder mitnehmen wollen in Ihre eigene Arbeit. Und auch hierzu werden wir gleich eine kurze Gruppenarbeit machen. Und tatsächlich möchte ich Sie einladen, diese beiden Fragen in einer Vierergruppe zu besprechen. Schauen Sie am Anfang wieder, ob bei allen Video und Audio funktionieren, sollte inzwischen aber klappen. Und ansonsten legen Sie einfach los. Und die Fragen für den Chat, diese beiden, die Sie jetzt eingeblendet sehen, die Sie jetzt gerade in der Präsentation eingeblendet sehen, die schreibt Lena auch gerade nochmal in den Austausch. Genau, in den Chat. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß in den 6 Minuten in den Kleingruppen. Und wir sehen uns danach wieder hier im Raum. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück im Webinar. Wir machen weiter, indem ich Sie einlade, eine Erkenntnis, die Sie gerade formuliert haben oder die Sie gerade gehört haben,
für alle nochmal zugänglich zu machen. Und das machen wir folgendermaßen. Wer möchte, kann gleich unten im Chat wieder einen Satz vervollständigen. Und der Satz beginnt so: Meine Erkenntnis aus den Impulsen, Doppelpunkt. Und jetzt lade ich Sie ein, einfach diese Ihre Erkenntnis dazu kurz hinzuschreiben. Kann ganz kurz sein, aber noch nicht auf Enter zu drücken. Also schreiben Sie jetzt Ihre eine Erkenntnis in ein paar Worten auf, was Sie bewegt hat, was Sie überrascht hat, was Sie neu erkannt haben. Aber drücken Sie noch nicht auf Enter. Das machen wir nämlich zusammen in 20 Sekunden und lassen uns dann mal vom Wasserfall der Antworten überraschen. Okay, wir machen noch 10 Sekunden. Und noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und drücken Sie mal Enter. Oh, da kommt schön viel. Da kommt schön viel. Nehmen Sie sich die Zeit, gucken Sie auch selbst die Antworten an. Sind viele verschiedene Erkenntnisse, das sehe ich schon. Beziehungsgestaltung ist Teamarbeit im Kollegium. Dass man sich mehr trauen sollte. Auch eine Erkenntnis, dass wir in der Schule eine neue Videokonferenzlösung brauchen, und zwar ein funktionierendes. Und ich sehe hier auch Kinder zum gegenseitigen Loben anregen, Ausrufezeichen, morgen geht es los. Ich glaube, wenn das tatsächlich aus einem Webinar rauskommt, dass jemand eine Sache hört und morgen damit anfängt, schlägt auf jeden Fall mein Moderatorenherz gleich etwas höher. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten Gesprächszeit hier im Webinar und ich möchte Lena mal bitten, zu schauen, ob noch weitere Fragen aufgelaufen sind in Mentimeter, die sie dann wiederum an eine unserer drei Impulsgebenden weiterstellen kann oder gleich in die ganze Runde. Vielleicht gibt es ja was du denkst, ist eher für alle geeignet. Lena. Ja, ich schaue hier mal gerade aufs Mentimeter. Also es gab eine Frage, die wurde ganz viel geliked. Es ist im Prinzip auch ein bisschen Kommentar. Wie kann man diese schöne, offene Haltung digital umsetzen und beibehalten? Ich glaube und ich hoffe, dass da jetzt während der Impulse dann auch schon ganz viele Beispiele kamen, aber da gibt es auf jeden Fall einen ganz großen Wunsch nach konkreten Beispielen. Das vielleicht erstmal so vorweg und dann würde ich direkt noch zwei Fragen irgendwie mit anschließen und dann schauen wir mal, wer am besten darauf antworten kann. Eine Frage, die auch mehrere geteilt haben, ist noch, wie wurden Bildungs- und geräteferne Familien, eventuell auch Familien ohne Deutschkenntnisse, erreicht? Also wie habt ihr das gemacht an den Schulen? Was sind da bewährte Strategien gewesen? Und noch eine andere Frage bezogen auf die Beziehungsarbeit. Welche Elemente gibt es im Unterricht, um der Beziehungsarbeit Raum zu geben? Vielleicht kann mal von den Schulen, je nachdem, wer auf welche Frage jetzt als erstes anspringen möchte, sozusagen das Wort ergreifen. Ich könnte vielleicht was zur Mehrsprachigkeit sagen. Also wir hatten bei uns, wir haben eine Kollegin, die macht auch Türkischunterricht, die hat auch mit bei den Kindern ganz viel angerufen und die hat dann zum Beispiel mit den türkischsprachigen Müttern oder Vätern und Kindern gesprochen. Und wir hatten eine Kollegin, die hatte auch, konnte noch eine weitere Sprache, die hatte angerufen. Und dann haben wir tatsächlich auch viel, dass wir mit Geschwistern gesprochen haben oder dass wir geguckt haben, dass man so kommunizieren konnte. Ich könnte was zur Ausstattung der Familien sagen, die nicht viele technische Geräte hatten. Das hatten wir auch in unserer Kleingruppe gerade. Da war unser Elternrat sehr aktiv und hat sofort eine Umfrage gestartet. Und das hat dazu geführt, dass in kurzer Zeit wirklich alle, die Bedarfe hatten, ein Leihgerät bekamen.
bis dahin, dass wir am Ende mehr Leihgeräte gehabt hätten, als Bedarf da war. Und zu dem anderen, Mehrsprachigkeit war auch meine Erkenntnis, heißt ja nicht, dass sie nicht kompetent sind, was Umgang mit Technik angeht. Also ich hatte mit einer Familie zu tun, die noch nicht lange in Deutschland ist, aber in dieser Zeit sich super strukturiert hat mit einem Familientagesplan, der war durchorganisiert und technisch waren die absolut fit. Okay, ich habe noch eine Frage an Jan direkt. Vorhin haben wir die Frage nur gestreift und mich interessiert, ihr habt jetzt mit MS Teams so viel Erfahrung gemacht. Was nehmt ihr also aus der ganzen Zeit der Schulschließung mit in eure weitere Schulentwicklung? Weil ihr arbeitet beide in der Grundschule und jetzt habt ihr diese reichhaltigen Erfahrungen gemacht. Und aktuell, wenn ich es richtig verstehe, seid ihr aber alle im Klassenraum oder fast alle. Was nehmt ihr mit für Beziehungsgestaltung aus dieser Zeit der Schulschließung? Gibt es vielleicht diese Tools, arbeitet ihr mit denen weiter? Läuft das über die Ferien? Und ihr wolltet euch dieses Jahr sowieso das Thema Digitalisierung vornehmen. Was nehmt ihr mit aus dieser Zeit? Jan, du musst dein Mikro anmachen, glaube ich. Und? Also ich hatte gesagt, wenn sich diese Welle jetzt, die wir befürchten müssen, also diese sogenannte zweite Welle, wenn sich die jetzt weiter erhöht, dann wird es auch wieder zu Schulschließung oder zu Teilschulschließung kommen. In dem Fall ist es natürlich sofort wieder notwendig. Ja. Wenn wir jetzt mal von einer Nach-Corona-Zeit ausgehen, dann kann ich mir die unterschiedlichsten Sachen vorstellen. Also einmal sind die Kinder natürlich fitter geworden im Umgang mit digitalen Medien. Das können sie gut für sich nutzen. Also wie die jetzt einfach wie sie Filme erstellen, wie sie Erklärvideos erstellen, wie sie Präsentationen erstellen, wie sie Fotos machen, wie sie dazu etwas schreiben, das hochladen und so weiter. Das sind natürlich alles Skills und Kompetenzen, die sie weiter für sich nutzen können und auch werden. Wir werden in der nächsten Woche schon eine große Veranstaltung bei uns in der Schule haben, die von Jahrgang 0 bis 13 geht. Eine sogenannte, also die Abkürzung von unserer Schule ist ja WIR, Winterhuder Reformschule. Und da gibt es eine Viernale, weil alle Jahrgänge dort alle Lerngruppen dort ihre Arbeitsergebnisse aus dem ersten Vierteljahr präsentieren sollen. Und das ist natürlich für alle Kinder interessant und für alle relevant. Beziehungsarbeit selber hat bei mir im Moment nicht viel über Digitales stattgefunden, weil wir die Kinder einfach direkt sehen. Aber es ist auch so, dass ich einiges vermisse. Also ich habe in der Zeit der Schulschließung auch viele digitale Arbeitsplangespräche gemacht, also so, wo die Kinder ihren individuellen Arbeitsplan erhalten. Und diese Arbeitsplangespräche waren für viele Kinder sehr viel intensiver und auch für mich so schöner als jetzt im Lerngruppenraum, wenn immer alle anderen dabei sind und wenn die Ablenkung hierdurch, dadurch erfolgt. Also der Fokus ist doch im Digitalen noch ein besserer. Andere Kinder wiederum mögen das gar nicht, die brauchen den Live-Kontakt, Auge in Auge. Ja, also das ist so unterschiedlich und da muss man wirklich gucken. Man kann nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist nicht gut, das ist besser, das ist schlechter, sondern das ist wirklich von Kind zu Kind verschieden. Und so müssen wir es auch sehen. Und so, da müssen wir einfach die Sachen so nutzen, wie sie für die Kinder gut sind. Ja, danke sehr. Die Frage stelle ich in ähnlicher Weise nochmal an dich, Nicole. Was nehmt ihr mit jetzt in die Zeit? Ihr habt ja viele von euren bewährten Methoden dann so praktisch analog oder durch Anrufe übernommen. Wie sieht es bei euch aus? Was macht ihr aktuell, was ihr nicht gemacht hättet, wenn nicht die Schulschließungen dazwischen gekommen wären, jetzt tatsächlich in eurer Praxis jetzt gerade? Also wir sind jetzt angewiesen, viele unserer Konzepte ins Digitale zu verlagern, sei es der Treffpunkt oder die Elternworkshops oder zum Beispiel das Schülerparlament, die dürfen sich ja jetzt gerade nicht treffen. Deswegen müssen wir überlegen, wie wir per Videokonferenzen oder per Plattform das machen können. Wir wissen, dass diese Digitalität nicht die echte Beziehung ersetzt. Wir fragen uns ganz, ganz doll, was man tun kann, um vor allen Dingen für Nichtleser
diese Plattform zu errichten und wie man zu allen zugänglich werden kann. Weil es gibt sehr viel für die Älteren, aber für die ganz Kleinen, finde ich, hakt es noch so ein bisschen. Und da sind wir wirklich auf der Suche, überlegen, ob wir auch was Eigenes entwickeln können. Wichtig ist uns, wir können nicht auf Pause drücken. Wir müssen jetzt alle unsere Konzepte, die unsere Schule auszeichnen, irgendwie ins Digitale holen, damit man nicht zurück in die Steinzeit fällt, weil so viele Dinge jetzt gerade nicht erlaubt sind. Wir sind so getrennt und das ist schade. Und deswegen müssen wir gucken, wie können wir uns auf Abstand trotzdem wieder nähern. Ja, da würde ich gerne ergänzen. Also das machen wir auch, was viele verschiedene Elemente angeht. Also Kinderkonferenz wird sich jetzt digital treffen, weil die Kohorten sich nicht mischen dürfen. Auch die Biennale ist letztlich ein Fest der ganzen Schule, wo alle einander begegnen und wenigstens wahrnehmen können, was eine Lerngruppe ganz woanders macht, die wir leider aber gerade gar nicht sehen können. Mhm. Und auch für die Struktur oben drüber, also die Struktur, die uns Kolleginnen und Kollegen angeht, ist das ein Zugewinn. Also ich meine, auch das, was wir jetzt hier machen, wir sind deutschlandweit oder vielleicht sogar über Deutschlands Grenzen hinweg miteinander vernetzt und ohne großen Aufwand. Und das finde ich einfach großartig. Ja. Okay, wir haben... Wir haben wie immer, wenn das ist, wenn man ein Thema vertieft, kommen jetzt weit mehr Fragen tatsächlich, als wir heute in dem offiziellen Teil des Webinars auf jeden Fall beantworten und besprechen können gemeinsam. Der Chat lief zwischendurch heiß mit natürlich den wichtigen Diskussionen zum Thema Datenschutz und welche Plattformen sind eigentlich in welchen Bundesländern erlaubt. Wir haben jetzt noch weitere Fragen im Chat und über die Mentimeter. Plattform zu Cyberbullying zum Beispiel und auch zu also euren Erfahrungen damit und die, was habe ich hier gerade noch gesehen, tatsächlich die konkrete digitale Beispiele von Beziehungsarbeit und wir werden die jetzt, wir werden die an dieser Stelle nicht alle beantwortet bekommen, aber ich kann Sie als Teilnehmende schon mal einladen, auch nach Ende des offiziellen Webinars in ein paar Minuten noch kurz im Raum zu bleiben und dann können wir einige dieser Fragen noch vertiefen. Ich möchte als praktisch kurz vor Schlusswort möchte ich euch drei als Impulsgebende einmal fragen, ob ihr noch was mit uns teilen möchtet, was ihr jetzt aus der Diskussion mitgenommen habt, was ihr jetzt anders seht, was ihr vielleicht mit der Gruppe jetzt teilen möchtet. Ein kurzes Blitzlicht dazu, wie es euch jetzt erging hier die eine Stunde, ob euch irgendwas klarer noch geworden ist. Vielleicht, Beate, ich sehe dich gerade eingeblendet. Vielleicht magst du anfangen. Also mich hat wieder beeindruckt, Nicole und unsere Schule ist in vielem sehr verschieden, was Struktur, was auch bildungsnah, bildungsfern angeht. Und trotzdem ist es eine Haltung, die uns vereint, glaube ich, und so ein Menschenbild. Und das, glaube ich, ist einfach grundlegend. Also mein eigenes Rollenverständnis ist da ganz wichtig und meine Erkenntnis einfach aus dieser ganzen Zeit des Distanzlernens, Jan hat das vorhin auch schon gesagt, was das Lernen von Kindern angeht, beruhigend finde ich einfach, dass wir es gar nicht verhindern können. Kinder lernen einfach und Kinder haben auch in der Zeit ganz viel gelernt. Das ist meine feste, tiefe Überzeugung. Ja. Jan, womit gehst du nach Hause aus dem Webinar? Also ich hatte in der Gruppenarbeit ein interessantes Gespräch und da ist auch nochmal klar geworden, dass wir mit diesem Distanzunterricht, mit diesem digitalen Distanzunterricht und auch mit der digitalen Beziehungsarbeit nur etwas machen können, wenn wir das vorher schon angebahnt haben, wenn wir das vorher schon aufgebaut haben. Also dass die Kinder haben bei uns gelernt, eigenständig ihren Fragen nachzugehen, sich selber Ziele zu setzen. Und das funktioniert eben nur, wenn sie das von vorher kennen. Und wenn sie auch dafür dann Wertschätzung können die Kinder digital nur geben, wenn sie es auch analog gekriegt haben. Also auch das ist ihnen ganz einfach zu vermitteln, wenn man dann die Regeln für das Feedback bespricht und mit ihnen klärt. Das basiert alles auf dieser, Beate hat das Lernhaltung, also diese pädagogische Grundhaltung genannt, ist es aber auch so eine Lerngrundhaltung, die genauso wichtig ist. Mhm. Und noch eine Sache schwierig, wo wir, das ist wirklich eine Frage, wie kriegt man Kinder da rein, die so ganz neu in die Schule kommen?
die so mit dem Digitalen anfangen müssen. Und das ist noch unklar. Also da müssen wir jetzt schauen, wie es geht und müssen eventuell auch nochmal neu nachdenken. Ja, danke sehr. Nicole, von dir letzte Worte. Was nimmst du mit? Vielleicht ein Blitzlicht aus Hamm. Ich nehme mit, dass auch wenn man gar nicht weiß, wie es funktionieren kann und man immer denkt, es geht nicht, dass man es probieren muss. Und man stellt dann häufiger fest, ich bin sonst eher so ein Wert, der Angst hat, das klappt nicht, das geht nicht. Und wenn man es macht, das geht doch. Man lernt das. Und vor allen Dingen, die Kinder geben einem Mut dabei. Und das habe ich festgestellt und auch im Gespräch vorhin gehabt, dass man es einfach mutig ausprobieren sollte. Und man sich manchmal selber Mut machen muss, aber sich lohnt. Okay, danke sehr. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch dreien bedanken, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt, von euren Erfahrungen erzählt habt und sodass wir etwas mitlernen konnten. Bei Ihnen als Teilnehmende, dass Sie hier reingeklickt haben, bitte schenken Sie uns Ihr Feedback zu diesem Webinar. Den Link finden Sie im Chat, wo Sie auch alle anderen Links gefunden haben. Es ist für uns sehr wichtig, das Format weiterentwickeln zu können. Bitte klicken Sie jetzt schon mal auf den Link. Sie können ihn dann auch in den nächsten Minuten noch weiter ausfüllen, aber nach Ende des Webinars ist der Link nicht mehr zu sehen. Im Programm der Online-Themenwoche geht es weiter heute Abend um 18 Uhr mit einem Webinar zum Thema Projektlernen. Dann heute Abend einem Vortrag zu Bildung im kulturellen Wandel mit Professor Hauk Thum. Und um 21.30 Uhr der Tagesausklang, wo es einfach noch weiter möglich ist, den Tag zu reflektieren. Und morgen früh um 11 ist die Verleihung des Deutschen Schulpreises in ähnlicher Form online übertragen. Auch dazu, wenn Sie es möglich machen können, mit Ihren Arbeitsalltagen parallel, kommen Sie gern dazu. Ich möchte mich bei der Co-Moderation, bei Lena bedanken und bei allen Gästen, bei der Technik, die im Hintergrund gearbeitet hat. Vielen Dank. Und damit beenden wir jetzt offiziell dieses Webinar.